Captain. Und dann hier lieber Ausbau von... Das könnte man natürlich auch machen. Obwohl der Weg dann recht weit wäre, dass wir hier dann eine Ölproduktion bauen. Das sehen wir dann später. Die harte Arbeit macht mir nichts, weil mir sonst rundum gut geht. Ja, die sind immer noch Stufe 1, deswegen sind wir im Minus noch. Wir haben jetzt fast 110.000 verloren. Aber macht ja nichts. Also jetzt die hier. Und dann lieber gleich noch die Produktion. Dass wir hier hinten gleich die beiden Minenprodukte erholen. Wo wir hier eigentlich keine schlechte Insel ergattert haben. Und jetzt geht doch mal schneller. Und ich werde nicht, also jetzt werden sie vielleicht einige denken, man kann doch hier auch schneller machen, wie Beispiel hier. Aber das werde ich nicht machen, weil ich einfach immer diese, für mich soll es immer zwar nicht kontinuierlich, nicht schneller laufen, sondern nur einfach normal. Registriere Energieknappheit. Ja, jetzt ist Energieknappheit, aber das macht die Ukraine jetzt eigentlich nichts. Aber es könnte uns wirklich schlechter gehen. Aber die werden auch von immer mit 87. So. So, jetzt warten wir noch. Also jetzt kann man sie, muss man sie wieder zurückstellen. Weil sie ja sonst nicht hochgehen. Ja, dann muss man auch hier hinten einen hinbauen. Na. So. Die Nachbarn finden auch, dass wir es hier gut getroffen haben. Registriere demografische Veränderungen. Mal die beiden aus. Die beiden kriegen wir Gelbesteuern. Wir brauchen auch jetzt mal nicht mehr Arbeiter, nee, Angestellte. Da wir als erstes mal unsere Grundproduktion ist schön haben. Wenn man es genau 20 produziert. So, das Kampfschiff holen wir mal wieder zurück. Das ist dann meine Drittenberg besetzt jetzt hier eben die zweite Insel, also die dann aussichtlich... Lokalisiere Insel. Ja, die ist auch sehr schön. Obwohl die hier eigentlich noch schöner ist, wegen ihrer... wegen dem hier, alte Wetterkontrollstation. Zukunft ranzt nicht. So. Dann bauen wir das hier mal ein bisschen aus. Na. Soll ja nur ein Ausbau sein. Keine. Die brauchen wir auch nicht sofort noch nicht. Dann brauchen wir hier als erstes mal die beiden. Die Kohle bekommen wir durch die Schaufelradbagger. Die werde ich aber alle hier positionieren, weil sie einfach damit besser wirken. Es ist fraglich, was noch da reinkommt. Könnte man natürlich auch sofort die Schmelzöfen. Ah, ist ja toll. Die Schmelzöfen und dann die großen Produktionsstätten könnten wir hier noch hinbauen. Oder auch, na, ganz toll, wohin können. So, jetzt mal schnell, ganz toll, keine Werkzeuge im in der Arche. So, ganz toll. Also, nee, der hat auch keine. Vadim Sokov,
Sokov Transnational. Ist ganz teuer. Wenn es um Öl geht, führt kein Weg an mir vorbei. Suche lieber ein anderer. Oder hole mir lieber. Potenzielle Bezugsquelle ja, lieber holen wir Ihre Bestellung wurde Eve. Bestätigt. Die Welches? Wurde versandt. Sokov. Als erstes dann mal sofort hier eine Linie hin. Die hat aber keinen. So, jetzt ist das Problem mit dem Baumaterial. Woher kriege ich jetzt das Baumaterial? Das können wir natürlich hier fördern, aber dann fehlt uns immer noch der Sand. Oder wir erschließen sofort mal die Insel. Das wäre natürlich jetzt dann hier diesen Dreiecksbetrieb aufbauen. Natürlich immer schöner, wenn man dann auf einer Insel alles produziert. Für den Anfang haben wir mal erstmal hier genügend Baumaterial drinnen. Holen wir uns eben von Sokov welches. Bestellte Waren stehen zur Abholung bereit. Wir haben ja so schnell vergisst man eben mal was, wenn einfach alles durchläuft. Jetzt schnell ausladen und dann weiter verarbeiten. Bauen wir Kleber zweimal. Bauen wir hier noch einen Produktionsbetrieb auf. Ich nehme auch die Dinger sind so groß. Hier will ich sie nicht reinbauen, dann weil ich hier dann weiterbauen will. Ja, ganz toll. Bauen wir eben mal hier und hier eins hin. So. Jetzt produzieren wir selbst Werkzeuge. So, und jetzt ist die Frage, wie machen wir das jetzt mit der Beton? Am besten, wir gehen dann so hin. Bauen wir das hier gleich mal weg. Und bauen dann lieber gleich mal hier zu der Insel eine kleine... auf die Insel. Die ist eh schon 200 minus... Ich weiß, man kann das hier löschen. Ich habe sogar selbst dafür ein Werkzeug. Aber... ja, das haben wir eh genügend auf anderen Inseln. Dann bauen wir lieber hier mal. Können wir es eh auch weiter ausbauen. Sehe ich kein Problem, warum wir das hier nicht bauen sollen. Aber auf der Karte fällt mir so auf, entweder im Norden stecken kaum Staudämme, also so Teile für Staudämme, oder es sind wirklich recht viele, weil wir auf den 1, 2, 3, 4, 5... Ja, 5 Staudämme jetzt schon. Energie von... ja, mit 2500, mit meinen Upgrades etwa, wo ich jetzt hier drin habe. Ja, Vater ist mal wieder Weltrat. Naja, die Aktienanteile, also man kann es jetzt hier sehen, das sind Upgrades für das jeweilige Gebiet. Ich habe einen Kolossus Schlachtausstattung dabei. Einen Deregulations... Algorithmus, keine Ahnung, also ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht. Jedenfalls die Aktienanteilkäufe kann ich 25% schneller. Also glaube ich 7 Minuten, normal wartet man 10 Minuten. Ich brauche nur 7 Minuten 30, um neue Anteile zu kaufen. Natürlich Vorteil, wenn man dann sich so gegen Strindberg oder Sarkov durchsetzen muss. Und dann habe ich hier eben Mobilität. Früher waren das hier nur 4%, das war ein bisschen blöd. Dann hat man eben hier die beiden. Habe ich hier, dann sind das eben 12%, 20% schneller sind meine Fahrzeuge.
Die öffentlichen Gebäude sind eben größer, wenn ich mal das jetzt raus tue. Energieversorgung mangelhaft. Dann sieht man sofort die äußersten.